Willkommen zurück zu Mad Max. Ich habe mir nach den letzten ziemlich krassen Episoden, wo wir zum einen in Gastown waren und zum anderen in den Dünen, mal ein bisschen, ja, etwas Sanfteres überlegt. Nämlich, dass wir uns wieder in Gudgars oder in Jeets Gebiet wagen. Ich glaube, wir sind in Gudgars Gebiet. Und da mal wieder ein Lager überfallen. Das Lager ist aber auch nicht so easy. Schwierigkeitsstufe 3. Und da schauen wir mal, wie wir da erstmal reinkommen und darüber hinaus, wie wir im Lager dann weiter fortfahren können. Ja, also ich merke, das Spiel macht jetzt schon ein paar sehr große Schritte und ich habe danach auch nochmal geschaut, wie lang ist das Spiel denn? Und das hat insgesamt 15 Hauptmissionen, also so, ich hatte es mir ursprünglich mal vorgestellt wie Far Cry zum Beispiel, dass man irgendwie gefühlt 100 Missionen hat. Aber tatsächlich sind es ein paar weniger. So, hier setze ich mich an mein Scharfschützengewehr und observiere erstmal. Sniper, Molotow-Schleuder, noch eine Molotow-Schleuder und noch ein Scharfschütze. Das kann man eigentlich alles kaputt machen. Die äußere Linie ist eigentlich jetzt nicht so schlimm hier. Der erste Molotow-Schleuder ist weg. Ah, und drei Schüsse im Magazin. Einer zu wenig. Aber hierfür reicht's. Noch? Na komm schon. Auf geht's, Chum Bucket. Bisschen nach vorne fahren. Dass wir da die zweite Molotow-Schleuder finden. Ja, es gibt insgesamt 15 Missionen. Aber nicht verzagen, danach gibt's ja noch die ganzen Ödlands-Missionen noch, die ich auch noch in Angriff nehmen werde. Und natürlich die ganzen Lager. Ah, da sehe ich das schon, die Molotow-Schleuder. Also bis jetzt finde ich es noch nicht so schwer, hier reinzukommen. Könnten sich natürlich noch weitere Scharfschützen hier hinten verstecken, aber für den Moment sieht das ganz okay aus. Na, sauber. Ja, und ich glaube, wir könnten auch direkt im Anschluss nochmal einen Konvoi überfallen. Macht auch immer wieder Spaß. Okay, hier außen gibt es zumindest nichts. Auch wenn hier nicht stand, äußere Verteidigungslinie ausgeschaltet. Kann sein, dass hier das Tor noch dazu zählt. Das Tor ist stark. Ein Treffer und der zweite sollte das doch kaputt machen. Jawohl. Und von hier aus geht's zu Fuß weiter. Ich muss sagen, nach den letzten Missionen bin ich jetzt auch ein bisschen selbstsicherer, was den Kampf betrifft. Oh, oh, na, ich wollte eigentlich R1 drücken, hab da L1 gedrückt. So, den Warcry ausgeschaltet, bevor er seinen Effekt hier aktivieren konnte. Natürlich war ich gerade eben auch nochmal bei Jeet und Gudgars, um hier sowohl die Waffenkammer als auch die Feldflasche zu bauen. Nicht zu bauen, sondern zu füllen. Ich kann die Waffenkammer allerdings bei Gudgars bauen, das habe ich noch gar nicht gemacht. Dann habe ich hier zwei verschiedene Spots, an denen ich mir meine Munition holen kann. Ach komm, der hat mich mittendrin unterbrochen hier. Dafür kriegt er als letztes aufs Maul. Aber fällt noch vor seinem Kumpel. So, Waffen haben wir hier. Aber erstmal interessiert mich hier die Beute. Was gibt's denn hier alles? Drei Insignien, 7 Schrott und ein historisches Relikt. Ja, ich hatte ja mal ein Lager erobert, wo ich eine Insignie nicht gefunden hatte. Da habt ihr es in die Kommentare geschrieben, wo die sich denn befindet. Danke dafür. Da werde ich nochmal hingehen und die kaputt machen. Denn das muss man tun für eine weitere Aufgabe. Und dann bekommen wir ein weiteres Griffa-Zeichen.
schaue mich auch nochmal hier um. Da hinten habe ich eins entdeckt. Eine Insignie. Ach, hier kann man die Feldflasche auffüllen. Das ist doch nett. Ah, Moment, Schrott erstmal einsammeln. Kann ich hier die Leiter runterlassen? Nee, hier geht's nur runter. Frage ist, wohin? Das ist jetzt wieder so ein bisschen verwinkelt hier in den ganzen Höhlenkomplexen. Ah, hier ist ein bisschen Schrott. Gut, dass ich hier nochmal entlang gelaufen bin. Ihr seht es auch, ich habe über 400 Schrott angesammelt. Über 450 mittlerweile. Das heißt, wir können bald auch unser Auto tunen. Und das noch stärker machen. Bald nehmen wir ja an Rennen teil. Das wird auf jeden Fall auch nochmal geil. Also, ich freue mich auf den weiteren Spielverlauf. Bis jetzt gibt es hier viele Elemente, die mir Spaß gemacht haben. Und auch viele, die mir noch Spaß machen werden, die dann entsprechend bald folgen. Ich nehme mal die Waffe hier. Schöner Speer. So eine Art Speer. Auf jeden Fall an der Spitze so eine Art Klingenwaffe. An einem Stab. Ich würde es einfach als Speer bezeichnen. Und hier haben wir sogar noch Munition. Sehr gut. Ich könnte mich fallen lassen. Ach, die Waffe fallen lassen. Oh. Einfach mal vorbeigelaufen. Also ich glaube, ein Speer benutzt man ein bisschen anders, aber... ich bin mir nicht sicher. Ich bin kein Experte. So, kommt her. Oh, oh. Autsch. Total kurze Zeit hier auch zu reagieren. Eigentlich möchte ich für die beiden die Nahkampfwaffen nutzen. Oh nein, die ist kaputt. Ich habe hier zum Glück hinten noch eine. Boah, hat er seinen Kollegen umgehauen? Boah. Also eigentlich sind die sogar noch ganz nützlich, wenn die ihre ganzen Kameraden umkloppen. Ah, jetzt hat er keinen getroffen, schade. Wäre natürlich gut, wenn die beiden Großen sich gegenseitig angreifen. Autsch. Das war knapp. Boah. Von der Seite. Habt ihr gut gemerkt, dass ich ein Eindringling bin? Oh Mann. Ach komm. Die beiden in Kombination sind ja mal richtig übel. Jetzt nochmal nachladen. Oh nein. Es war so klar, dass der nochmal von hinten ankommt. Okay, das nächste Mal, wenn die das Schild weg haben, schieße ich hier mit der Schrotflinte und treffe beide. Oh, der eine hat nur noch so ein bisschen was, was man nicht mehr als Schild bezeichnen könnte. Ach, komm schon, ausweichen. Sehr gut. Ah, fast noch den anderen erwischt. Und jetzt kann ich ihn auch noch auskontern. Komm schon. Oh, fast wäre ich drauf reingefallen. Nicht die Beute nehmen. Die Waffe. Okay, die Beute war doch nicht so schlecht. Denn jetzt habe ich wieder Munition für mein kleines Baby. Oh, knapp. Knapp, knapp, knapp. 488 Schrott habe ich jetzt aber eingesammelt. Wow, heftig. Vor allem die Typen mit dem Schild, die auch dann noch viel aushalten. Die sind wirklich heftig. Jetzt habe ich eine Schaufel, oder wie? Ah, nee, das ist ein bisschen anders als eine Schaufel. Und ich kann die nächste Insignie kaputt machen. Und hätte ich bloß mein Wasser nicht getrunken, hätte ich hier jetzt was Dinky
die Nahrung, etwas Dinky die Nahrung essen können. Das kann ich nicht kaputt machen. Das geht in Dark Souls ganz gut, dass man da mit einer Rolle Kisten kaputt macht. Auftreten. Ich glaube, da hinten haben wir nichts mehr verpasst. Hier wieder eine Waffe. Das hier zerbrechen. Okay, hier geht's runter, aber nach oben geht's auch. Ich würde sagen, erstmal nach oben und dann können wir mal schauen, wo es unten weitergeht. Oh, schön, die Feldflasche weiter auffüllen. Da sieht man das Bonuswasser, das wir noch bekommen haben. Durch Essenz. Eine sehr, sehr nützliche Fähigkeit. Ah, jetzt hat er die Waffe weggeschmissen. Macht er scheinbar immer, wenn er die Türen auftritt. Ist mir erst jetzt aufgefallen. Und da haben wir noch ein historisches Relikt. Ein kleines Kind, was Wasser spuckt. Bekanntmachung. Das spontane Auftreten von Fieber und heftigem Erbrechen von klaren Flüssigkeiten bei Säuglingen ist ein Anzeichen dafür, dass das Kind infiziert sein könnte. Bringen Sie das Kind und alle, die Kontakt mit dem Kind hatten, sofort zur Quarantäne. Oh. Like a body, every organ just shut down. Until the world was dead. Gar nicht lustig. Es klang gerade ein bisschen nach Walking Dead. Ja, okay, hier oben haben wir noch ein bisschen Schrott. Und ich könnte hier eine Seilrutsche benutzen. Wo führt die hin? Zur nächsten Insignie. Von hier oben hat man noch einen guten Überblick. Danach gibt es noch eine, ja. Na gut, ich würde sagen, benutzen wir mal die Seilrutsche. Machen wir das Ding hier erstmal kaputt. Ciao, lieber Skrotus. Und hier haben wir die Ölpumpe. Also könnten wir das jetzt schon abschließen, das Lager. Aber natürlich suche ich hier nochmal ganz kurz alles ab. Auch hier bin ich wieder der Ansicht, ja, aber das haben wir schon häufiger gesagt, warum nicht einfach die Ölpumpen selbst nutzen? Okay, hier hinten geht's nochmal hoch. Ach, da ist die dritte Insignie. Sehr schön. Sauber. Und wir haben sogar noch eine weitere Herausforderung abgeschlossen. Indem wir 15 insgesamt kaputt gemacht haben. 530 Schrott jetzt. Also langsam aber sicher kann ich mir auch ein sehr, sehr großes Upgrade noch holen für mein Fahrzeug. Und hier geht es auch noch irgendwohin weiter. Moment, dann würde ich doch sagen, nehmen wir uns hier nochmal die Ölpumpe vor, ehe wir weitergehen. Wenn es wirklich hier so ein abschließendes Ding sein soll, dann gerne. Ich frage mich aber auch, warum die ganzen roten Fässer hier rumstehen. Eigentlich findet da ein Kampf immer statt und dann hast du halt entsprechend die Gegner, die da ganz in der Nähe sind. Okay, anzünden, werfen und jetzt würde ich sagen, schnell weg. Und damit gehört das Lager uns, aber wir haben noch gesehen, da hinten gab es noch weiteres. Die schwarze Bucht haben wir aufgelöst. Und wir haben, ich habe gerade eben nochmal kurz pausiert, einen Schrott nicht gefunden. Wie, ich glaube, es gab doch zwei historische Relikte, oder? Na okay, dann habe ich mich getäuscht. Ach nee, Moment, das war in Gastown. Stimmt. In Gastown gibt es nämlich auch einiges einzusammeln.
Aber zunächst gehen wir nochmal hier hoch und schauen mal, was sich da hinten verbirgt. Das sah nämlich aus wie ein komplett neues Areal jetzt. Also, wenn es nicht zum Lager gehört, dann muss es doch irgendwas Geheimes sein. Oder nee, Moment, das ist der Startpunkt. Da haben wir unser Auto abgestellt. Und hier haben wir das letzte Schrottpaket. Das Brecheisen haben wir auch. Aber warum habe ich das nicht gesehen? Das wäre mal eine sehr sinnige Frage. Da haben wir auf jeden Fall nochmal Nahrung, Maden, volle Gesundheit, deswegen kann ich es nicht essen. Und wir haben es mit 100% abgeschlossen, das Lager. Sehr schön. Und damit hätten wir noch eine Stufe erreicht. Wir haben 5 Griffer-Zeichen schon. Das ist einiges. Damit kann man schon das ein oder andere Level-Up nochmal machen. Und ich glaube, wir haben einen komplett neuen Rang erreicht. Insofern könnten wir hier bald das alles investieren. Ich gehe nochmal ganz kurz nach Gastown, denn... Ich mache eine Schnellreise einfach hin. Denn dort gibt es auch sehr viel einzusammeln. Und danach machen wir nochmal ein bisschen was mit unserem Auto. Da können wir noch ein bisschen dran schrauben und schauen, wie wir es besser machen können. Es gibt noch genügend Anhaltspunkte. Ich würde sagen... Zum Beispiel die Robustheit, die wäre gar nicht mal so schlecht. Für die Rennen brauchen wir aber natürlich auch noch einen starken Motor. Insofern, das wäre auch nicht allzu blöd, das zu machen. So, da oben ist der eine Lichterkerl. Von Hope können wir Aufträge entgegennehmen. Hier komme ich nicht rein. Hier komme ich auch nicht runter. Also, bei ihr gibt es auch Ödlandsmissionen. Die Frage ist natürlich, wo kann man hier das ganze Zeug einsammeln? Ich finde hier irgendwie gerade nichts, wo ich reingehen könnte oder so. Oh, hier geht's rein. Da steht unser schönes Fahrzeug. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Aber man sieht auch, die Apokalypse, die hat auch den Leuten hier nicht gut getan. Unterwelt. Ja, okay, ein schönes Leben ist es jetzt nicht unbedingt. Aber die haben ja auch keinen Schrott. Zumindest bis jetzt nicht. Kann ich hier die Tür aufmachen? Nee, aber ich kann schauen, was dahinter steckt. Okay, irgendein Kerl. Aber ich sehe nicht, was es da sonst noch gibt. Ein Scheinwerfer und das war's. Oh Mann, ey. Das ganze Leid hier der Leute. Heftig, heftig. Es gibt tatsächlich auch, da habe ich letztens eine Doku oder eine Reportage eher gesagt, gesehen, auch wirklich Leute, die in der Unterwelt leben. Also die leben dann quasi unter der Stadt in eigens gebuddelten Tunneln. Das ist dann wirklich wie so ein kleines Tunnelsystem, wo dann verschiedene Leute leben. Und dann denkt man auch, meine Güte, wie schaffen die das? Da würde man ganz klaustrophobisch werden, glaube ich. Und wir nehmen den armen Leuten natürlich auch noch ihren Schrott weg. Wir können ihn zumindest gut verwerten für unser Auto. Haben wir bald den schnellsten und den stärksten. Ah, hier geht es ja noch weiter. Also, das ist ja schon ein verdammt riesiges Gebiet hier. Die Unterwelt ist ja wirklich gigantisch. Schaut mal. Hier kommen wir wieder zu dieser Tür. Ah, ich glaube, dieses Mal ist das eine andere. Könnte aber gut sein, also ein anderer Raum dahinter. Könnte aber gut sein, dass es so ein kleiner Komplex ist und dass alles nur über diese Tür erreichbar ist, beziehungsweise dass du mit jeder Tür ans selbe Ziel kommst.
Das sieht aus wie eine Windhose, aber irgendwie mit zwei Beinen. Obwohl die ja eigentlich nur eine haben. Diese Skulptur verkörpert die Essenz der postmodernen soziopolitischen Schichten sowie die innere Landschaft des städtischen Außenseiters. Sie unterdrückt unser Bedürfnis nach Geborgenheit in einer zunehmend feindseligen Welt aus und stellt dabei auch eine wütende Predigt über die Notwendigkeit von Demut dar. Oh, it's a world of critics. I wonder how I would be judged today. Also auch Gastown ist jetzt nicht unbedingt ein Ort, wo es erstrebenswert ist, dort zu leben. Okay, hier haben wir noch ein bisschen Schrott. Geht's hier noch irgendwo weiter? Weil eigentlich haben wir nur die Hälfte der Collectibles. Aber ich muss sagen, die Reise hier nach unten, die ist auf jeden Fall schon mal wirklich super interessant. Also, wegen sowas muss ich sagen, mag ich das Spiel dann nochmal umso mehr. Weil hier auch so viele Aspekte jetzt gezeigt wurden. Es wird eben nicht nur gezeigt, dass da Autos wichtig sind und irgendwie du nur auf der Suche nach Öl bist und so. Es zeigt eigentlich viel mehr, was für ein kranker Psychopath Max ist, halt Mad Max, dass er sich lediglich um sein Fahrzeug schert und darum Rache an diesem komischen, den Vornamen weiß ich nicht, aber den Skrotos-Typen zu nehmen. Und dabei gibt es Leute, die so viel mehr leiden als er. Also, ich sag mal so, das, was er haben möchte, ist jetzt nicht unbedingt so ein Riesenbedürfnis. Aber hier gibt es wirklich Leute, die dann hungern. Okay, Leute, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich mit dieser Folge von euch hier aus der Unterwelt. Wir werden beim nächsten Mal dann weitermachen. Ich denke mal, wir könnten nochmal eine Ödland-Mission oder so in Angriff nehmen. Ich überlege, ob ich nochmal ein bisschen bis zum nächsten Mal loote. Und wir gucken uns nochmal an, was wir denn überhaupt so verbessern können. Ganz kurz, die Panzerung. Die macht das Auto zum Beispiel langsamer und ein bisschen schwieriger fahrbar, aber wir brauchen die eigentlich auch für die Außenwelt. Also ich würde sagen, für die Rennen natürlich nicht so wichtig, da wäre zum Beispiel der gigantische V6, den wir hier haben, ein bisschen besser. Und hier kriegen wir irgendwann den Big Chief, also der V8-Motor. Und wir müssten dann Pink Eyes Hoheitsgebiet komplett von Skrotos Einfluss befreien. Und hier haben wir nochmal einen besseren Auspuff. 600, das kostet alles ziemlich, ziemlich viel. Hier haben wir die Doppelrillen, die das Fahrverhalten wirklich verbessern. Zumindest ausgeglichen machen. Und hier haben wir auch die Grenzlandfedern. Ja komm, die können wir doch eigentlich nehmen, oder? So, und dann haben wir sicher noch einige, die ein bisschen mehr aufs Fahrverhalten gehen. Oh, und die sind auch richtig gut. Ja, okay, dann hole ich mir die noch. 300 ist ein akzeptabler Preis, wenn sich das Auto dann bedeutend besser steuert. Und wir haben noch keine weiteren freigeschaltet. Und der Booster. Auch das ist so ein Ding, das würde ich mir gerne holen. Das ist sowohl für einen Angriff gut, als auch dann für die Speed. 500 brauchen wir dafür. Wie viel haben wir denn aktuell? 357. Gut, beim nächsten Mal werden wir aber genügend beisammen haben. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal bei Max Payne, genau. Bei Mad Max. Haut rein.